Ja, Stadt und Bürger haben ihre Ideen für das Hannover der Zukunft gesammelt. Die Stadt hat die Ergebnisse jetzt in einem Arbeitsprogramm zusammengefasst. Es heißt natürlich auch Mein Hannover 2030. Was sich in der Stadt in den kommenden Jahren verändert, bespreche ich jetzt mit Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostock. Herr Schostock, Hannover 2030, ein Arbeitsprogramm. Was steht drin? Das ist die ganz konsequente Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Mein Hannover 2030. Wir haben zu Beginn des Jahres 43 Projekte als Verwaltung vorgeschlagen und wir haben damit deutlich gemacht, dass wir ein gesamtstädtisches Arbeitsprogramm haben. Wir haben das transparent gemacht, das gibt es in keiner zweiten Stadt in Deutschland, dass die wesentlichsten Arbeitsprojekte, die mit der langfristigen Stadtentwicklung zu tun haben, aber die uns heute befassen, dass die in dieser Form veröffentlicht werden, im Internet und im Augenblick in einer Ratsdrucksache. Das heißt, es geht durch alle Ausschüsse. Die Politik diskutiert das auch und möchte gerne wissen, wie sie weiter beteiligt werden. Und so will die Bevölkerung das ja auch wissen. Die haben sich lange Zeit beteiligt daran und das sind 43 ausgewählte Projekte, die wir für wesentlich halten. 43 Projekte, können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen? Was wird sich in Hannover ändern in den kommenden Jahren? Also es sind in der Tat 43 Projekte, da sind auch ganz schwierige Themen. Die werden nicht unterm Tisch gehalten. Zum Beispiel das Thema E-Mail-Zentrum. Was wir dort genau vorhaben in diesem Jahr und welche Vorbereitungen wir schon für dieses Thema getroffen haben und wie wir auch meinen, dass man dort auch Bevölkerung intensiv nicht nur an der Diskussion, sondern auch an der Umsetzung beteiligen kann. Also ein konfliktreiches Thema, was eine große Bedeutung nicht nur für den Stadtbezirk hat, sondern eben auch für die ganze Stadt. Wir haben auch ganz innovative Themen wie die Leinewelle. Das ist mit großem Interesse auch des Rates immer verfolgt worden. Da ist es eine private Initiative, die eben am Leineufer, dort am hohen Ufer, eben so eine Möglichkeit des Surfens eben auch installieren wollen in den nächsten Jahren. Aber wir haben auch ein ganz wichtiges Thema identifiziert. Das war zu Beginn dieses Dialogs überhaupt noch nicht klar, dass wir die Stadt Hannover auf den Weg jetzt einer Bewerbung um das Thema europäische Kulturhauptstadt bringen wollen. Also das sind nur 3 von 43 Projekten. Da sind ja doch einige Vorhaben. Jetzt haben Sie ja über die Bürgerbeteiligung, die im Vorfeld gelaufen ist, erfahren, was die Bürger sich für die Zukunft von Hannover wünschen. Hat es da Überraschungen für Sie als Oberbürgermeister oder auch für die Stadt gegeben? Wir haben das gemerkt, dass die Bedeutung der Themen sich auch in diesen 1,5 Jahren, in denen wir das sehr intensiv mit sehr vielen Bürgern diskutiert haben, in über 200 Veranstaltungen haben sich 17.000 Menschen, die wir auch in den Auswertungen dann gelesen haben, beteiligt. Wir haben gemerkt, dass die Themen sich verschoben haben von der Bedeutung. Also am Anfang war nicht klar, dass das Thema Wohnen eine so riesige Bedeutung spielt. Und deswegen sind auch etliche Projekte mit dem Thema Wohnen eben dann auch befasst in der Zukunft. Und was sehr wichtig ist, auch die Betrachtung der Stadtteile, der Quartiere. Das ist eine große Überraschung, wie groß das Interesse ist. Wir wussten immer, dass das eine große Bedeutung hat. Alle sagen uns immer, wir haben 51 Stadtteile. Wir haben nicht nur die Mitte und die Innenstadt, sondern beachtet doch bitte auch diese Quartiere. Und dem wollen wir dann auch folgen. Also insofern haben wir einige Projekte, die da auch beschrieben sind, so mit richtig Arbeit auch verplant. Das wird die Verwaltung beschäftigen und das wird die Politik im Rat beschäftigen. Und wir werden immer wieder zwischendurch auch deutlich machen, wie man sich daran beteiligen kann in den Stadtbezirken und in den Stadtteilen. Ist das nicht ein Stück weit anstrengend, wenn man immer wieder auf die Bürgermeinung hört? Das gehört dazu. Wir sind eine Stadt, die seit Anfang der 70er Jahre intensiv an dem Thema Bürgerbeteiligung gearbeitet hat. Da sind wir zum Teil Erfinder von bestimmten Bürgerbeteiligungsverfahren. Also der Bürgeranwalt, den wir zum Beispiel bei der Wasserstadt Limmer eingesetzt haben. Das ist eine Idee, die aus Hannover stammt. Und über 40 Jahre. Und ich finde, da muss man immer weitermachen. Und wir wissen auch, dass die Identifikation mit einer Stadt wächst, wenn man möglichst verschiedenste Formen der Beteiligung hat und wenn die auch verbindlich ist. Was nicht gut ist, wenn man nur Ideen einsammelt und dann sagt, wir gucken mal, welche Ideen wir vielleicht umsetzen. Deswegen wollten wir das gerne transparent machen. Deswegen das erste Arbeitsprogramm und es werden ja weitere jedes Jahr folgen. Es soll weiterhin ja das Programm oder das Projekt auch für die Bürger transparent sein. Wie kann ich mir das vorstellen, diese Transparenz? Das Mindeste ist ja, dass wir das dann, wenn es durch den Rat auch gegangen ist, wir beteiligen jeden Ausschuss jetzt auch und holen uns nochmal Rückmeldung, auch ob das Verfahren so nachvollzogen werden kann. Und wir nehmen auch Anregungen gerade auch aus der Öffentlichkeit auf. Und dann möchte man natürlich wissen, wie wird das weiterhin immer transparent gehalten, weil jedes Projekt, was
in das Arbeit gesteckt wird, das verändert sich natürlich auch. Und das immer wieder zu dokumentieren, ist für uns selbstverständlich. Bei meinhannover2030.de, wenn man dahinter auch noch einen Schrägstrich macht mit Arbeitsprogramm, landet man dann auf der Seite, wo die einzelnen Projekte im Internet dokumentiert sind. Aber wir werden auch immer wieder regelmäßig Druckschriften zur Verfügung stellen, weil noch nicht alle direkt mit dem Internet verbunden sind. Und alle wollen auch immer zwischendurch mal erinnert werden. Also auch in den sozialen Medien, bei Twitter und bei Facebook wird das eine Rolle spielen. Kommen wir zum Schluss nochmal auf die konkreten Projekte als solches. Welches Projekt setzt die Stadt Hannover als erstes um? Also wir haben sehr intensiv begonnen, die Prüfung dieser Bewerbung um die europäische Kulturhauptstadt jetzt an die erste Stelle zu setzen. Die komplette Verwaltungsspitze hat gerade 2 Tage zusammengesessen und hat das einfach mal strukturiert. Und wir werden eine entsprechende Arbeitsplanung jetzt auch im Ausschuss dann auch öffentlich machen. Wir werden auch die anderen Ausschüsse, die beteiligt sind, denn da wird fast keiner außen vor bleiben, auch in den Stand setzen. Und wir werden dann gemeinsam mit der Politik im Rat überlegen, wie wir gemeinsam diese Bewerbung auch vorbereiten. Aber wir werden auch sehr viele Menschen, die nicht nur in der Kulturszene sind, sondern die auch im Bereich der Baukultur tätig sind oder die in sozialen Fragen in der Stadt engagiert sind, weil das spielt eine ganz große Rolle bei dem Thema europäische Kulturhauptstadt, die werden wir auch mit einbeziehen. Also sehr viele Institutionen und dahinter stecken auch sehr viele Menschen. Das wird mit Sicherheit das größte Projekt sein, was wir gerade in Planung haben. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostock mit ersten Ergebnissen aus dem Projekt Mein Hannover 2030. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich danke Ihnen. Ja, und Sie finden alle Vorhaben zum Projekt im Internet unter der Adresse www.meinhannover2030.de.